Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, in der letzten Folge sind wir in Tirgadach angekommen. Und damit aus Urgaf raus und wieder zurück nach Fiaha. Das wir ja von Order of Dawn sehr gut kennen. Nur dass wir jetzt halt in einem anderen Teil von Fiaha sind. Und wir reden mal kurz über Skir. Die Hone ist zurück. Habt ihr noch einen Runenstein? Runensteine sind selten und kostbar. Ihr solltet die Augen offen halten. Alte Steine des Zirkels mögen hier und da noch herumliegen. Wenn ihr eine Essenz findet, aber keinen Runenstein mit euch führt, kehrt zu der Leiche zurück, sobald ihr einen habt. Die Essenz verweilt lange an einem Ort. Sobald ihr dann eine schlafende Rune habt, bringt sie zu mir. Ich werde sie erwecken. Diese Metallteile sind doch auch Zirkelhandwerk. Das ist ein Teil eines Klingenwebers. Ein mächtiger Streiter der Eisernen. Sie gingen durch die Reihen der Feinde wie Schnitter durchs reife Korn. Ein herrlicher Anblick. Versucht, die restlichen Teile zu finden. Wenn ich mir das so ansehe, müssten es noch zwei weitere sein. Sobald er komplett ist, kann ich seine Seelensteine an eine Rune binden. Okay, hier. Quest hat sich aktualisiert. Findet die weiteren zwei Teile eines Klingenwebers und bringt sie zusammen mit einem Runenstein zum Maskierten. Die Teile gehören scheinbar zu einem Klingenweber. Der Maskierte wird ihn unter eure Macht stellen, wenn ihr ihm alle drei Teile und einen freien Runenstein bringt. Ja. Wir müssen immer noch mit Lena reden. Haben zwei Runen zu verkaufen, haben sehr viele Zauber zu verkaufen. Den können wir mal mit reinnehmen. Jede Menge Krankheit heilen. Oh, den nehmen wir auch mal mit rein. Auch wenn wir Dornhaut nicht so nicht oft nutzen bis jetzt. Gut. Bevor wir aber mit Lena reden, unsere kleine Armee ist jetzt wieder vollständig. So wie das aussieht. Also ja, hier am Portal spawnt niemand Neues mehr. Gucken wir mal erstmal, was Edar zu sagen hat. Ah, Freund, was für ein Marsch. Ich bin völlig am Ende. Dieser verdammte Berg mit seiner Kälte. Verflixt, hättet ihr uns nicht geholfen, sie hätten uns den Chaos gemacht. Das war verdammt knapp. Ich habe ja gleich gewusst, dass dieser Grimm ein Windbeutel ist. Aber auf mich hört ja keiner. Ich muss mich erstmal ausruhen. Ihr, das ist alles, was ich euch geben kann. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Eine Sternmütze haben wir von ihm gekriegt. Noch etwas? Eine Sonnenmütze? Ja. Sonst nichts. Gut. Da oben sehen wir wieder die Sansaras Wächter. Oder Zanzas Wächter. Ja, wir hätten jetzt die Möglichkeit, uns erstmal in Tirgadach umzusehen. Aber ich glaube, mit Leda sprechen ist erstmal die bessere Alternative. Hier sind wir erst einmal sicher. Sie werden es nicht wagen, Tirgadach anzugreifen. Du hast in den letzten Tagen vielen Menschen das Leben gerettet. Wir müssen dir dankbar sein. Auch wenn wir Unheil über das Land gebracht haben? Grimm, dieser falsche Hund. Jetzt wird mir alles klar. Seine Versprechungen, sein Plan, sein Spott über Aida. Was ist nun mit der geraubten Königin und dem Drachen? Auch eine Lüge? Ich weiß es nicht. Am besten sprichst du mit Elune und versuchst herauszufinden, was vor sich geht. Ich werde mich um die Flüchtlinge kümmern. Du
Du hast deine Magie bei Elune gelernt? Ja, als ich hierher kam, war ich fast noch ein Kind. Elune wies mich in die Form der Eismagie ein, ließ mir aber meinen Glauben. Doch irgendwann nach der Schlacht um Fiara kamen Runenkrieger durch Tirganach. Sie berichteten von der Schlacht und dem Schicksal der Sklaven in Miratur. Den Rest kannst du dir denken. Aber warum hast du dich gegen deine Lehrer aufbringen lassen? Diese Elfen hier oben sind anders als die in den Wäldern. Kälter, härter. Viele sagen, sie seien keine Diener des Lichtes mehr. Und glaube nicht, dass ich sie während meiner Lehrzeit nicht gehasst habe. Aber nie hätte ich gegen sie ziehen dürfen. Wie konnte dich Grimm so täuschen? Ich kenne ihn von früher, aus der Zeit vor dem Krieg. Wir waren fast noch Kinder, als ich mich entschloss, die Lehren des Winters bei Elune zu studieren. Grimm war schon immer ein Hitzkopf. Er war wütend über unsere Trennung und nahm das erstbeste Schiff in die Ferne. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört, bis er dann plötzlich in Miratur auftauchte, an dem Tag, als die Eiselfen kamen. Wie konnte ich nur so leichtgläubig sein? Aber er war so entschlossen. Genau das, was wir nach dem Verlust von Dunhan und Reovis brauchten. Aber seine Kampfeslust, seine Angst vor Kälte, ich hätte es ahnen müssen. Ich schätze, Liebe macht wirklich blind. Aber jetzt sind meine Augen offen. Und diese Augen werden den Verräter sterben sehen, das verspreche ich. Okay, Lena ist stinkig. Und ja, wir können echt vor Glück sagen, dass sie Grimm dazu gebracht hat, am Anfang unsere Rune rauszurücken. Sonst hätte Grimm uns wahrscheinlich einfach mitgenommen und wir hätten die Flüchtlinge für ihn ermordet. Unschöne Vorstellung. Aber ja, das ist zum Glück nicht passiert. Und von was Lena geredet hat mit der Schlacht um Fiara, das war im Order of Dawn. Da hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, dass unser Runenkrieger aus Order of Dawn sich mit den Eiselfen auf dem Gletscher in der Gottmark angelegt hat. Und das hat ja wahrscheinlich auch für Unmut gesorgt. War ja auch etwas, was Grimm als Zündholz genutzt hat. Gut, also wir sollen... Oh, wir haben jetzt Flucht ins Eis abgeschlossen. Eis und Feuer haben wir jetzt. Der einzige Weg, König Senwin aus den Klauen des Viadak zu befreien, ist ein Vormarsch in die Lande des Roten Imperiums. Die Armee von Tirganach ist nicht stark genug, die Horde des Feuers zu schlagen, aber vielleicht gibt es andere Wege. Ja, das ist halt jetzt wieder so eine Patt-Situation. Tirganach ist sehr gut verteidigt und liegt halt oben auf einem Berg im Schnee, was der Roten Legion halt den Vormarsch und den Angriff erschweren würde, weswegen sie es nicht wagen, hier anzugreifen. Gott, habe ich schon viele Mondmützen. Ich muss gucken, dass ich Sternen und Sonnenmützen kriege. Und auf der anderen Seite ist die Rote Legion halt so zahlreich, als dass Tirganach einen Angriff wagen könnte. Wahrscheinlich würden sie Tirganach dann schlusslos zurücklassen. Deswegen eine Pattsituation. Keiner von beiden kann angreifen. Ja. Lena wird in Tirganach bleiben und sich um die Flüchtlinge kümmern. Noch ist nicht bekannt, was die Eiselfen planen. Sprecht mit Elune, um mehr zu erfahren. Das machen wir dann mal. Willkommen in Tirganach, Runenkrieger. Ich danke euch für den Schutz, den ihr uns gewährt. Meine Schwestern sind euch weniger gut gesinnt, aber jedes Leben ist von gleichem Wert. Was ist nun wirklich geschehen? War alles nur eine Lüge? Keine geraubte Königin? Kein Drache, der erwacht? Der Feuerdiener hat euch nicht gänzlich belogen. Die Königin unter dem Eis wurde tatsächlich geraubt. Der Fialdark stahl sie mit Hilfe seiner Täuschkunst. Dann floh er nach Miratur, um bei seinen Orkdienern Unterschlupf zu finden. Wir verfolgten ihn. Der weißen Priesterin gelang es, ihn mit einem Bann zu belegen. Doch die Königin war verschwunden. Wir befragten den Fialdark, aber er verspottete uns nur. So schlossen wir ihn in Eis, in der Hoffnung, so seinen Willen zu brechen. Dieser Grimm muss derweil die Königin unbemerkt aus dem Land gebracht haben,
dann hat er euch getäuscht, um seinen Herrn zu befreien und dem Roten Imperium die Pforten zu öffnen. Warum glaubt ihr, hat der Fjaldark Senwin geraubt? Wir wissen, dass es ihm nicht um den Drachen geht. Das ist ihm alles gleich. Bedenkt, Senwen ist etwas ganz Besonderes. Sie ist ein Gottkind, eine Erstgeborene, eine der ersten Elfen, die über das Weltenrund wanderten. Das Blut der Erstgeborenen trägt noch die Magie der Götter. Und Rituale, die mit diesem Blut vollführt werden, haben göttliche Macht. Deswegen musste der Fialdark Senwen rauben, denn es gibt nicht mehr viele Erstgeborene, vielleicht ist sie sogar die letzte. Am Weitwintertag wird die Sonnenscheibe Arnirs Stern verdecken. Dann muss er sie opfern, um zu erreichen, was er plant. Die dunklen Götter wieder auf Eo zurückzurufen. Was aus uns, Arin oder sogar seinen eigenen Dienern wird, schert diese Kreatur nicht. Ja, das klingt ja sehr toll, wenn Zarach und Nor wieder auf der Welt wandeln. Wobei selbst mir nicht bekannt ist, wie sie es geschafft haben, die beiden überhaupt ganz zu verbannen. Was ist nun zu tun? Die Königin muss befreit werden. Wenn wir alle vergehen, aber sie muss zu Arin zurückkehren. Oder er wird ausziehen, um sie zu suchen. Und mit ihm käme der ewige Winter über die Welt. Noch ist er schwach, aber wir spüren bereits seinen Zorn. Aber wie finden wir die Königin? Oh, sie zu finden wird einfach sein. Aber kein Lichtgläubiger gelangt lebend zu ihr. Die Feuer des Roten Imperiums würden euch verzehren. Selbst unsere Winterwacht könnte nicht bis nach Shaldun vordringen, dem brennenden Fels, auf dem der Fialdark regiert. Wir müssen einen Weg finden, den Flammen zu widerstehen. Ich erinnere mich, dass die Zwerge einst Mittel kannten, um vom Feuer verschont zu werden. Sprecht mit Aidale, unserer hohen Priesterin. Sie kennt die Legenden. Gut. Ja, Eis und Feuer. Aidale ist die hohe Priesterin des Arik-Kultes. Sie kennt die alten Geschichten und Mythen, in denen vielleicht ein Hinweis auf die Macht gegen das Feuer zu finden ist. Also ja, die Zwischenfeuer können wir aber mal so die Zeit nutzen und uns angucken, was die Händler hier so haben. Ein einfacher Zweihänder, aber ich glaube, wir haben was Besseres. Das Ding ist nicht schlecht. Aber ja, Geld sollten wir auch etwas aufsparen. Wir sollten mal eher Zeug verkaufen. Also gerade so Larifari-Zeug. Nicht unbedingt Ringe, aber so Tuchhosen könnten wir theoretisch verkaufen. Ja. Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Schlachtmesser können wir auf jeden Fall verkaufen und so einen Streitkolben. Ein Barbarenschwert können wir verkaufen. Hey, cool, ich habe sogar so ein Teil. Ich könnte es ausrüsten. Eine Nagelkeule, die können wir verkaufen. Und einen Birkenstab auch. Mugwa groß! Mugwa weise! Mugwa machen Bäuche voll! Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! So, ein bisschen was wenigstens. Verkaufen. Und ja, Bukwa wird geschrien. Okay, was hast du hier noch? Ach, du bist Zauberverkäufer. Dann können wir ja mal all unsere Zauber
die uns nichts bringen, so bei dir verkaufen. Gut. Du auch Zauber? Knochenschnitzer durch, den wir noch lange nicht brauchen. Genauso wie Blutedelstein. Wir brauchen verdammt viel Gold. Okay, das Tor hier ist geschlossen. Die Flüchtlinge haben sich überall verteilt. Na, gucke mal, oh, wer da ist.